Hallo, hier die Kulturtipps, wenn Muslime auf Europäer treffen. Mit den Kriegen in Syrien, Libyen, Irak und anderen Muslim-Mehrheitsstaaten bekämpfen Muslime Muslime, um bessere Muslime zu haben, und deswegen fliehen Muslime aus diesen Muslim-Mehrheitsstaaten. Ganz schön konfus, aber das habe ich ja in meinem Islam-Video alles schon erklärt. Was aber, wenn diese Menschen aus dem Vorderen Orient oder dem Norden Afrikas nach Europa fliehen und sehr verschiedene Kulturen nebeneinander wohnen? Dazu 30 Tipps, wie man miteinander klarkommt. Wenn man andere Wohnungen betritt, haben manche es lieber, dass Schuhe ausgezogen werden, andere nicht. Die meisten Europäer sind hier tolerant. Geschenke sind nicht vorgeschrieben, aber die meisten Europäer sind hier tolerant. Alle Menschen begrüßen sich normalerweise durch Handschlag, wenn man näher bekannt ist, auch mit Wangenkuss und Umarmungen, bei andersgeschlechtlichen. Geschlechter sind hier weder bevorzugt noch benachteiligt, aber die meisten Europäer sind tolerant. Linkshänder haben in Europa Gleichberechtigung. Geschlechter haben in Europa Gleichberechtigung. Nur setzt man oft Menschen nebeneinander, um eine Unterhaltung zu ermöglichen und Leute mit anderen in Verbindung zu bringen. Da bietet sich dann eine Streuung der Geschlechter an, so wie ich auch bei einer Party darauf achte, nicht nur Männer oder nicht nur Frauen einzuladen. In Europa gibt es im sozialen Umfeld keine feste Kleiderordnung. Nur sind kulturell halt das Bedecken der Schamhaare und der Brustwarzen bei Frauen erwünscht. Es sei denn, man trifft sich am Nacktbadestrand oder unter Nudisten. Auch kein Problem. Es gibt auch keine Definition, ab wann ein Ausschnitt als zu tief gilt. Die meisten Europäer sind hier tolerant. Ich persönlich finde sexy Kleidung im persönlichen Umfeld bei Damen absolut okay. Wenn jemand einen Ausschnitt als unpassend betrachtet, liegt es in meinen Augen wohl eher am Betrachter. Die Begrüßungsordnung und das Protokoll ist bei Staatsbesuchen relevant. Meist begrüßt man aber aus Höflichkeit Damen zuerst, genauso wie man Türen öffnet. Aber die meisten Europäer sind hier tolerant. Fingernägel, Ohren oder Nasen sollte man eigentlich privat reinigen. Aber wenn die Nase nun mal läuft, dann kann man sie auch dezent leeren. Besuchern widmet man sich gerne voll und ganz, sodass Fernseher und Radio ausbleiben und dezente Hintergrundmusik angesagt ist. Ganz anders ist es bei Sportabenden oder beim gemeinsamen Filmgucken. Kinder werden meist erzogen und lernen schon früh, sich in eine Gemeinschaft einzufügen und sich nicht als Egoisten aufzuführen. Das aus den muslimischen Mehrheitsländern bekannte Laissez-faire, dass Kinder alles machen dürfen, ist in Europa eingeschränkt und wird nicht so gerne gesehen. Antiker Aberglauben ist so gut wie ausgestorben. Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten werden offen ausgesprochen. Höflichkeit trumpft Plumpheit. Es ist verschieden. Manche bevorzugen eine vorherige Anmeldung, andere nicht. Auch unterschiedlich. Bei Treffen, die vorbereitet werden müssen, ist Pünktlichkeit angesagt, bei anderen Gelegenheiten eher nicht. Man stellt sich auf die zu Besuchenden und den Anlass ein, wie oder wie man selber behandelt werden will. Wenn Leute Haustiere haben, die man nicht tolerieren kann, dann lehnt man die Einladung einfach ab. Und nochmal, Kommunikation trumpft voreilige Schlüsse zu ziehen. Übertriebene Höflichkeit wird nicht verstanden. Es gibt auch keinen Gesichtsverlust oder eine Ehrverletzung, wenn man mal etwas ablehnt. Wenn nicht, dann eben nicht. Eigentlich will ich denen gar keine Umstände bereiten. Solange es nicht Heuschrecken oder gebratene Eidechsen sind, ist wohl jeder gespannt darauf, was andere wohl essen. Ich persönlich finde Beten vor einer Mahlzeit albern und peinlich. Vor allem, weil man ja nicht den Bauern und den danach verarbeitenden Menschen gedenkt, sondern einem x-beliebigen Gott, der gar nichts damit zu tun hat. Das Gespräch über neutrale Themen hat wohl Allgemeingültigkeit in jeder Kultur. Warum sollte man nicht neugierig sein? Schließlich haben Flüchtlinge ein besonderes Schicksal hinter sich. Wenn man über Mohammed was im Fernsehen erfahren hat, warum soll man nicht bei den Menschen nachfragen, die auf dem Gebiet ja einigermaßen Experten sind?
Wenn ich einen Muslim über Aishas Alter befrage, weiß ich sofort, ob ich einen Heuchler, einen anständigen Menschen oder einen Lügner vor mir habe. Ist doch praktisch. So verlieren. Wenn ihr über die Warum sollte ich über etwas traurig sein, bloß weil ich darüber spreche? Es wird sehr geschätzt, nur wenige in Europa stellen alles in einen religiösen Rahmen. In Europa sind Zufälle zugelassen und viele übernehmen selber Verantwortung für das, was sie tun und tun werden. Warum sollte ich mich an Vorgaben oder Rituale halten, die nichtssagend sind? Für mich sind Bibeln oder Koran nicht wertvoller als jedes andere Buch. Anderen zu helfen, hat nichts mit Kultur zu tun, sondern der persönlichen Einstellung. Wenn ich in meiner Kultur etwas Normales sage, was einen Menschen aus einem anderen Kulturkreis verletzen könnte, ist mir das nicht automatisch bekannt. Also sollte der Besucher nicht verletzt reagieren, sondern es mir einfach nur ruhig erklären. Ich kann ja nicht über alle Kulturen dieses Planeten Bescheid wissen. Aber wie ich mich in Jordanien der Kultur anpasse, sollten sich Jordanier auch hier der Kultur anpassen. Oder wer immer aus welchem Land jetzt hier ist. Wenn ich nur beschränkt Zeit habe, sage ich das und passe mich nicht der Kultur und den Höflichkeitsritualen Saudi-Arabiens an. Nein, ich kann nicht jedes höfliche Ritual in anderen Ländern kennen. Hier müssen sich Besucher auf die Gepflogenheiten hier in Europa einstellen. Und das ist eigentlich die wichtigste Aussage. Jeder macht Fehler und Kommunikation ist die beste Brücke. Alles, was wir brauchen, ist Rücksichtnahme und Toleranz. Aber bitte nicht als Einbahnstraße. Und mein Ratschlag an Muslime, nehmt euch und euren Glauben nicht so wichtig und hört endlich auf, das Opfer zu spielen und immer nur den anderen die Schuld an allem zu geben. Und das ist, was hier jetzt gesagt wird, ist völlig falsch. Wenn ich Menschen akzeptiere und mir Hautfarbe, Gottesglaube oder Geschlecht gleichgültig sind, bin ich besser, ein besserer Mensch, als Muslime, die Unschuldige töten, Ungläubigen den Kopf abschlagen, Homosexuelle hängen oder Ehebrecherinnen zu Tode steinigen. Ich akzeptiere keine Kultur, die Geschlechtsteile von Babys verstümmelt, frauenfeindlich ist, Zwangsheiraten begünstigt, Ehrenmorde zulässt und den Menschen sogar vorschreibt, wer mit wem in welcher Position Sex haben darf. Ich habe auch keinen Respekt vor Menschen, die ein Idol verehren, welches vergewaltigt, gefoltert, geplündert, enthauptet, versklavt und getötet hat. Ich verstehe Menschen nicht, die siebenmal um einen schwarzen Würfel mit einem Meteoriten sausen und das auch noch als ein wertvolles Ritual bezeichnen. Das ist uralter Aberglaube, der in der heutigen Zeit in Europa nichts zu suchen hat. Freundschaften entstehen nicht durch Heuchelei, sondern durch Verständnis und Übereinstimmung, durch Toleranz und Verstehen.